Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem hier des Fachbereichs Bauen und Wohnen, verehrte Zuschauer, schön, dass Sie da sind. Und danke Herrn Schemmer für die Beleuchtung der geschichtlichen Zusammenhänge und dem Vergleich der Epochen. Ich fand es dagegen aber schon schön, wenn in einem CDU-Antrag in diesem Themenbereich nicht nur einfach die großartigen Erfolge der schwarz-gelben Regierung historisch beleuchtet werden, sondern stehen da tatsächlich ein paar sinnvolle Sachen drin, nämlich ob es um die Erhöhung der Bewilligungsmieten geht, die Senkung des Eigenkapitals, ob es die Erhöhung der Grundpauschale, die regionale Neuordnung der Mietenstufen oder die Verbesserung der Konditionen der investitiven Bestandsförderung ist. All das sind Punkte, über die wir nicht nur diskutieren wollen, sondern mit denen wir sogar sympathisieren. Möglicherweise sind es auch Punkte des Aktionsbündnisses Impulse für die Zukunft der sozialen Mietraumförderung in Nordrhein-Westfalen. Aber das ist an der Stelle nicht so wichtig. Gut, dass sich die CDU da nach allen Seiten umgesehen hat. Doch was bleibt von einem Antrag, der im Wesentlichen Punkte aufgreift, die entweder tatsächlich vorerst gegenstandslos geworden sind, das Ministerium konnte ja nach Antragstellung, ist schon ein bisschen her, doch schon einige passable Zahlen vorlegen, oder die gar nicht aus dem eigenen Haus stammen. Es bleiben Punkte, um die es dem Antragsteller im Wesentlichen geht, sind Eigentumsförderung vor sozialer Wohnraumförderung und die subversive Infragestellung der Energiewende und des Klimaschutzes. Das ist schade, weil die CDU damit ihren Antrag selbst entwertet und der so der guten Sache keinen Gefallen tut. Vielleicht gelingt es jetzt uns zu einem späteren Zeitpunkt, die diskussionswürdigen Punkte wieder auf die Tagesordnung zu setzen mit anderen Anträgen und sie zustimmungsfähig zu machen, indem wir die anderen weglassen, die nicht so zielführend sind. Zu wichtigen Fragen der Wohnraumversorgung und der städtischen Entwicklung bezieht der Antrag sowieso keine Stellung. Die an Dynamik gewinnende soziale Entmischung der Räume findet dort gar nicht statt. Der Umstand, dass gerade steigende Mieten und Wohnungspreise in nachgefragten Quartieren ein wichtiger Impulsgeber waren, bleibt genauso unbeantwortet wie die Frage, wie unter gegebenen Renditeerwartungen in diesen Quartieren sozialer Wohnungsbau überhaupt realisierbar sein soll. Nach Auffassung der von uns gehörten Sachverständigen, wir hatten ja eine Anhörung, befindet sich der öffentlich geförderte Wohnungsbau in einer abhängigen Position, weil er die Renditebedingungen und Renditeerwartungen an den Wohnungsmärkten nicht beeinflussen kann und sie aber voraussetzen muss und mit ihnen in den Investorenwettbewerb treten muss. Was ist, wenn sich an den Wohnungsmärkten Renditen durchsetzen lassen, mit denen die öffentliche Hand nicht mehr mithalten kann? Die Förderung steckt damit in einer Sackgasse, die nicht nur aus niedrigen Zinsen errichtet ist, gerade haben wir noch niedrigere, sondern vergangene Landesregierungen haben sehr kräftig an dieser Sackgasse mitgebaut. Soweit auch nochmal zur Historie. Früher waren gemeinwirtschaftlich orientierte Unternehmen für die Versorgung mit gutem und bezahlbarem Wohnraum besonders wichtig. Hier läge die Chance, die Wohnraumversorgung von